Der Baum mit den magischen Blättern. Eine chinesische Geschichte. Vor langer Zeit mussten alle Menschen in China Geld an den Kaiser zahlen. Jedes Dorf hatte einen Steuereintreiber, der von Haus zu Haus ging, das Geld einsammelte und es zum Palast schickte. Doch in einem Dorf war der Steuereintreiber ein böser, unehrlicher Mann. Dieser gierige Steuereintreiber behielt oft die Hälfte des Geldes für sich. Schlimmer noch, wenn die Menschen ihn nicht bezahlen konnten, verlangte er etwas anderes. Ihre Tiere, ihre Einrichtung, manchmal sogar ihr Haus. Und er drohte, sie einzusperren, wenn sie sich weigerten. Alle fürchteten sich vor dem Steuereintreiber und gingen ihm aus dem Weg. Eines Tages hörte ein junger Mann im Nachbardorf, wie sehr die Menschen den Steuereintreiber fürchteten. Und er hatte eine Idee. Er grub einen kleinen Birnbaum aus seinem Garten aus und pflanzte ihn in einen Topf. Dann trug er den Baum zum Dorf des Steuereintreibers. Der Steuereintreiber hielt immer nach Fremden Ausschau, damit er sie dazu bringen konnte, ihm Geld zu geben. Bald entdeckte er den jungen Mann auf der Straße und befahl ihm, stehen zu bleiben. »Niemand darf durch dieses Dorf gehen, ohne dem Kaiser Steuern zu zahlen«, sagte er zu dem jungen Mann. »Du musst mir Geld geben.« »Aber ich habe kein Geld«, sagte der junge Mann. »Ich habe nur diesen magischen Baum.« »Ein magischer Baum?« murmelte der Steuereintreiber. »Was kann er denn?« »Die Blätter machen einen unsichtbar«, erklärte der junge Mann. »Man muss nur eines pflücken und sich auf die Stirn legen.« Die Augen des Steuereintreibers leuchteten auf. »Nun«, sagte er, »wenn du kein Geld hast, wird der Kaiser stattdessen auch deinen Baum annehmen.« Und er behielt den magischen Baum für sich. Als er nach Hause kam, pflückte der Steuereintreiber sofort ein Blatt von dem Birnbaum und legte es sich auf die Stirn. Dann ging er auf den Dorfplatz hinaus, um zu überprüfen, ob er unsichtbar war oder nicht. Viele Menschen waren auf dem Dorfplatz, aber keiner blickte zu dem Steuereintreiber. Sie wollten seine Aufmerksamkeit nicht erregen, damit er kein Geld von ihnen verlangen konnte. »Ich glaube, es funktioniert«, dachte er voller Freude. Er probierte, sich Brot von einem Marktstand zu nehmen. Der Bäcker gab vor, ihn nicht zu bemerken. Der Steuereintreiber stahl einen Apfel, dann einen Hut, dann stahl er einen Teppich vor den Augen des Teppichverkäufers. Alle blickten fort und taten so, als wäre er nicht da. Der Steuereintreiber lachte. »Es funktioniert«, dachte er glücklich. »Jetzt, da ich unsichtbar bin, kann ich mir nehmen, was ich will.« In diesem Augenblick ritt der Kaiser selbst durch das Dorf. An der Rückseite seines Wagens hing ein goldener Käfig mit einem wunderschönen Vogel darin, der ihm geschenkt worden war. Der gierige Steuereintreiber rieb sich freudig die Hände. »Dieser goldene Vogelkäfig wird mich zu einem reichen Mann machen.« Sorglos spazierte er auf den Wagen zu und nahm ihn sich. Der Wächter des Kaisers bemerkte ihn sofort. »Dieb«, rief er, »wie kannst du es wagen, den Kaiser zu bestehlen?« Der Steuereintreiber begriff, dass er ausgetrickst worden war. »Jemand hat mir einen Baum mit magischen Blättern gegeben«, stammelte er. »Ich dachte, ich wäre unsichtbar.« Der Kaiser stieg aus seinem Wagen. »Du bist nicht würdig, mein Steuereintreiber zu sein«, sagte er. »Ein Dieb
gehört in den Kerker des Palastes. Da kamen alle aus dem Dorf herbei, um zuzusehen, wie der bösartige Steuereintreiber fortgebracht wurde. Der junge Mann saß vor dem Gasthof und lächelte in sich hinein. Jetzt wird der Steuereintreiber wirklich verschwinden, sagte er. König des Waldes, ebenfalls eine chinesische Geschichte. Ein Tiger strich eines Tages durch den schattigen Wald, als er einen Fuchs sah, der vor seinem Bau saß. Der Tiger lächelte in sich hinein. Er sprang, packte den Schwanz des Fuchses und hielt ihn fest. »Lass mich los!« rief der Fuchs und zog an seinem Schwanz. »Wie kannst du es wagen, den König des Waldes anzugreifen?« Der Tiger war verblüfft. Was für ein Unsinn!« sagte er. »Du bist der König des Waldes?« »Doch, das bin ich«, erwiderte der Fuchs. »Ich bin so mächtig, dass alle Tiere sich vor mir fürchten. Komm mit, ich beweise es dir.« Der Tiger war neugierig. Er ließ den Fuchs frei und folgte ihm. Am Fluss trafen sie auf ein Rudel Hirsche. Als der Fuchs auf die Herde zutrat, geriet das Wild in Panik und sprang in alle Richtungen davon. »Siehst du, habe ich dir doch gesagt«, sprach der Fuchs und ging weiter. Der Tiger folgte ihm auf dem Fuße. Sie begegneten einer Herde Wildschweine. Als der Fuchs auftauchte, quietschten die Schweine und rannten mit donnernden Hufen davon. »Siehste, hab ich dir doch gesagt«, sprach der Fuchs und ging weiter. Der Tiger folgte ihm auf dem Fuße. Sie näherten sich einer Horde Affen, die auf einem Ast hockten. Als der Fuchs unter den Ast trat, kreischten die Affen voller Furcht auf und kletterten in die Baumkronen. »Da siehst du es«, sprach der Fuchs, »alle Tiere fürchten sich vor mir.« »Ja, es ist erstaunlich, aber wahr«, stimmte der Tiger ihm zu. »Du musst der König des Waldes sein. Dann bitte vergebt mir, Eure Majestät.« »Ich vergebe dir«, sprach der schlaue Fuchs, »aber greif mich nie wieder an.« Da verneigte sich der Tiger tief. Und dann schlug er mit seinem langen Schwanz und verschwand. Bis morgen.